einen Diamanten gestohlen. Du hast doch vor kurzem erst alles bei dir aufgeräumt. Hast du schon mal in einer anderen Truhe nachgeschaut? Ach, stimmt, du hast recht. Ach, Johanna, immer erst Stress anfangen und dann nachdenken. Wo ist eigentlich Mike? Der steht ja die ganze Zeit so komisch in der Gegend rum. Keine Ahnung, ich glaube, der wollte sich was zu essen machen. Ja, sorry, Girl, jetzt bin ich wieder auf. So. Was hab ich verpasst? Du wurdest letzte Nacht von einer Horde Zombies angegriffen. Aber ich hab dir mal wieder den Arsch gerettet. Ich hätte schon gern gesehen, was passiert wäre. Oh Gott. Wait, geht's meinen Hühnern gut? Eins musste ich essen, weil ich Hunger hatte. Johanna! Ich habe doch gesagt, dass ihn das ärgern wird. Jetzt stress doch mal nicht so rum wegen deinem Huhn. Ich mach, was ich will, solange ich für den Server hier zahle. Wusstest du nicht, dass wir hier in einem autoritären Staat leben? Außerdem habe ich das Sagen, solange ich das schönste Haus gebaut habe. Wozu brauche ich ein eigenes Haus? Ich dürfte doch sowieso in Mikes Haus einziehen. Ey, da hatte ich nicht mal ein Mitspracherecht. Eines Tages warst du halt plötzlich da und hast dein Bett neben meins gebaut. Wow, ihr zwei wieder. Ach, Chiara, jetzt sei doch mal still. Ich jag sonst dein ganzes Haus in die Luft. Boah, mach das in meinen, aber lass da bitte meine Farm hier raus. Wie du meinst, ich geh zurück in meine Mine. Oh je, habt ihr schon gesehen, dass es beim CSD zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kam? Boah, shit, wirklich? Ey, warum kann man nicht einfach mal wirklich leben und leben lassen? Hä, bei was für einem Ding? Mike, hast du mir nicht erzählt, dass du dahin wolltest? Ja, wollte ich. Aber dann fühlte ich mich doch so ein bisschen zu unsicher für die Klausur heute Mittag, weshalb ich die Zeit lieber zum Lernen genutzt habe. Ach, die Klausur ging doch mega klar. Ja, für dich vielleicht. Ey, ihr zwei wieder mit diesem Streberstudium, ey. Bei Gesellschaftskunde-Kram und Politik könnte ich echt kotzen. Vielleicht solltest du dich mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Dir sagt ja nicht mal CSD was. Und das bringt mir genau was? Ich habe meine Diamanten gefunden. Keine Ahnung, vielleicht solltest du mal ein bisschen deinen Horizont erweitern. Alles, was du den ganzen Tag machst, ist zocken und Memes anschauen. Wie viele schickst du bitte in die Gruppe? Glaub mir, das mache ich schon seit der 5. Klasse mit. Also, ich kann mich nicht beklagen. Wie wär's, wenn wir morgen mal ein bisschen rausgehen und uns in der Bar treffen? Hey, das klingt nach einer super Idee. Na gut, ihr habt mich überzeugt. Um wie viel Uhr? 16 Uhr. Nee, da habe ich noch Vorlesung. Ach, dann lass 19 Uhr machen. Okay, passt. Dann gehe ich jetzt aber mal pennen. Und wehe, jemand bedient sich wieder an meinen Diamanten. Ja, gute Nacht. Ugh.
Hey Johanna, wieder das Übliche? Klar, wie immer. Ich bin schon wieder viel zu früh. Was zum Fick ist das denn? Hast du vor kurzem mit diesem Christophers Tweeter in Heidelberg mitbekommen? So sind die da rumgelaufen. Nee, was denkst du denn? Ich war in der Innenstadt unterwegs und dann wurde ich von diesen Wesen überrannt. Nein. So wie die angezogen waren, konnte ich nicht mehr erkennen, ob die Mann oder Frau sind. Hab nur mal sowas, wirklich, diese Schwurfeln sind so ekelhaft. Zum Glück konnte ich an dem Tag Till und Fabian rufen. Die haben dir dann erstmal unsere Meinung gegeigt. Into the night, the feelings inside come out crawling into my skin. A smile I can't hide when you're on my mind, wondering where you have been. All the things I do for you. Hey! Hey! Oh Gott, ich hoffe, du wartest nicht schon voll lange. Ich bin wieder so spät dran. Ach nee, kein Ding. Von dir kenne ich es ja gar nicht anders. Ich habe auch an alles gedacht. Ich habe Snacks, dein Lieblingsgetränk, Musik, aber auch Filme. Ich dachte, wir könnten noch irgendwas schauen, solange es hier nicht allzu kalt wird oder so. Klar, an was hast du denn gedacht? Boah, ich habe unterschiedliche Sachen runtergeladen. Vor ein paar Tagen habe ich ja noch vorgeschlagen, dass wir mal wieder Toy Story schauen könnten. Oder wie wäre es mit Shrek, Inception oder Crazy Stupid Love mit Ryan Gosling. Den Film magst du doch, oder? Ich liebe den Film, das ist mein Lieblingsfilm. Na dann, auf geht's! To see my daughter? Yes, I made nothing to say to you. Jo, alles gut bei dir?
Ja, ich finde nur, es wird langsam ein bisschen kalt. Ah, okay, warte ganz kurz. Hier, das sollte dich warm halten. Danke. Jojo? Ja, sorry, das war nur von mir. Ich weiß auch nicht, was das gerade sollte. Ja gut, okay, alles gut. Aber wenn noch irgendwas brauchst, sag Bescheid. Aber pass auf, gleich kommt die beste Szene. Yeah. You love her? You love Hannah? Yes. Tell me about it. Tell me how much you love her. I'm just... Look, Kelsey, that's something that I wanted. Okay. Sorry, entschuldige mich kurz. Ich muss kurz jemandem antworten. Gerade jetzt? Ja, sorry. Na, wie lief's? Ist was mit Mike passiert? Kara, ich hab's getan. Oh je, hast du dich endlich getraut? Ich habe ihm meine Gefühle gestanden. Und wie lief's? Ich hab meine Signale gar nicht verstanden. Ich bin so dämlich, ich kann dieses vermasseln. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob du in der Sache das Problem bist. Was meinst du? Johanna, du kennst Mike zwar schon wesentlich länger als ich, aber du willst es einfach nicht wahrhaben, dass er sich in den letzten Jahren verändert hat. Merkst du es denn nicht? Ich glaube, er steht einfach nicht auf Mädchen. Das ist völliger Schwachsinn. Er ist mein bester Freund, das wüsste ich. Ich kenne ihn.
Guck mal, das Meme von gestern hat voll viele erreicht. Ausrechnet das? Dafür habe ich irgendwie 2 Minuten gebraucht. Für das Video davor habe ich viel länger gebraucht. Jetzt heul ich rum und freu dich über die Reichweite. Manche Pisser in den Kommentaren scheinen nur zu sensibel dafür zu sein. Lösch die Kommentare einfach. Ja, bin dabei. Wen juckt schon die Meinung von diesen Schneeflocken? Oh, wieso macht mir immer so einen Stress, wenn ich eh mal die Erste bin? Hey Johanna, bist du bereit für das Fußballspiel? Willst du was trinken? Wieder das Übliche? Ja, wie immer. Diese verdammten linksverdrehten Medien berichten über den CSD und stellen uns als die Bösen dar. Rechtsradikale Gruppierung. Terrorisiert Heidelberger Altstadt bei Christopher Street Day. Sicher. Selbstverteidigung war das. Ich habe mich bedrängt gefühlt, als ich plötzlich von diesem bunten Block umgeben war. Du hast getan, was du tun musstest. Du hast bestimmt irgendjemand dieses Homo-Hingespenst ausprügelt. CSD? Johanna! Bereit fürs Fußballspiel? Yes, na klar. Also ich freue mich ja schon seit heute Morgen. Aber ich muss auch echt sagen, ey, wenn wir das heute Abend verlieren, zweite Bundesliga, das Hoffenheim, Hilfe! Oh, nee. Sag sowas nicht. Ich muss kurz aufs Klo. Kommst du kurz mit? Ja klar. Johanna, warte kurz. Du musst mir versprechen, dass du das Ganze jetzt nicht persönlich nimmst. Was meinst du? Jetzt reiß dich zusammen. Ich kann doch sehen, wie angespannt du gerade neben Mike bist. Ich finde es ja gut, dass du dich getraut hast, endlich ihm deine Gefühle zu gestehen. Aber wenn er nun mal nicht dasselbe empfindet, dann ist es halt so. War das Meme, was du gestern geschickt hast, irgendwie ein Versuch, Mikes Sexualität anzuzweifeln? Als Reaktion darauf, dass er deine Signale irgendwie nicht verstanden hat? Was soll das denn bitte heißen? Was ist denn los mit euch? Es war einfach witzig. Komm, wir holen uns ein Bier, dann sind wir gleich viel besser gelaunt. Aber nur eins, okay? Du weißt, dass du nicht so viel verträgst. Oh, ja, jetzt komm mit. Die TSG presst früh. Wieder wird Sko freigespielt und erneut verfehlt er nur knapp den Kasten von Gigi. Perfekt. Danke. Bitte schön. Füllkrug gegen Baumann, 83. Minute. Saisontreffer Nummer 8 vom Angreifer. So eine Kacke. Wie kann ein Amateurverein wie Werder Bremen uns besiegen? Absolute Katastrophe. Und schau mal in den Fanblog. Die haben nichts Besseres zu tun, als in ihrer Schwuchtel-Regenbogenflagge rumzuwedeln. Die wissen ganz genau, dass es im Fernsehen ausgestrahlt wird. Das ist gezielte politische Propaganda. Diese Schweine. Ey Leute, ich bin raus. Was? Wieso? Was soll's? Das Spiel ist verloren. Die Schwuchtelmannschaft hat uns besiegt. Kein Bock mehr, Alter. Lass gut sein. Sie ist betrunken. Take my heart, 'cause I'm losing it for you.
Why do you care if two gay guys want to get married? So, from a religious point of view? Sure, let's go from religious first. So, there is something different about a woman than there is about a man. And a man is made better through his union with a woman. Well, because women have different qualities than men, you round off each other's harsh edges, it changes you. I mean, you're married, being married changes a man in a different way that being married to a member of the same sex would. Wie schaffst du es eigentlich, dich auf die Klausur mit so wenigen Lernzetteln vorzubereiten? Also wirklich, das was die Dozenten von uns erwarten, ist... Jojo, ich hoffe, dir geht's besser als gestern. Mir ging's gestern schon gut. So, dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir dann später weiter lernen. Also ich habe es zumindest nötig, aber vielleicht kannst du mir ja noch ein paar Sachen dann beibringen, das wäre ganz nett. Wenn du es einmal gelesen hast, denke ich, versteht man es dann. Ach. Das ist gar nicht so. Manchmal habe ich das Gefühl, die wollen das irgendwie absichtlich und kompliziert machen, also wirklich. Alles gut? Hast du allen Ernstes kein Problem damit? Kein Problem mit was? Mit dir! Was ist denn los mit dir? So warst du doch früher nicht. Johanna, genug jetzt. Du bist jetzt leise. Mike, kannst du nicht erkennen, dass wir ein perfektes Paar wären? Wir kennen uns doch schon so lange. Jojo, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du musst gar nichts sagen. Du weißt auch gar nicht, was dir entgeht. Ich bin doch wohl besser als so eine schwule Beziehung mit einem Typen. Was zur Hölle? Jetzt krieg dich mal wieder ein. Was fällt dir ein, so mit Mike zu reden? Ach, wisst ihr was? Ich hab gar keinen Bock mehr. Ich bin weg. Mach dir nichts aus. Das war ja mal ein katastrophales Spiel gestern. Hab ich recht? Kann man wohl sagen. Wir haben völlig unverdient verloren. Jetzt droht uns auch noch der Abstieg. Ja, solange Dolberg im Sturm spielt, habe ich keine Hoffnung. Deswegen sind Vögel gar nicht echt, sondern einfach nur ein geheimes Spionageobjekt von der Regierung. Nee, aber jetzt mal ehrlich, warum bist du gerade heute zu uns gekommen? Ach, das ist schwierig zu erklären, aber ich habe euch gestern halt eine Weile zugehört. Kannst du Vogel sein? Ihr habt recht, dieses ganze LQB-Dingsbums-Zeug, das zerbricht mir auch den Kopf. Gib mir mal deine Nummer. Bitte was? Du wirkst so, als würdest du gerne mal nur unter Gleichgesinnten sein. Da haben wir was für dich. Danke. Hier. In der Gruppe kannst du dich endlich aussprechen, was dir schon immer auf dem Herzen liegt. Und dort bekommst du auch mal die Fakten gesagt, die Lügenpresse nie aussprechen würde. Ich füge dich jetzt mal in die Telegram-Gruppe zu. Sieh mal, da draußen ist überall Hass und Uneinigkeit, aber hier ist der einzige Ort der Welt, wo sich alle einig sind. Keine linksgrün versiffte Szene,
die ich mit allem und jeden anlegen möchte. Das beruhigt mich, endlich mal Zuspruch zu bekommen. Meine Freunde verstehen mich nämlich null. Was sollte das bitte von Johanna? Ihre Memes werden immer fragwürdiger. Ich kann immer noch nicht fassen, dass sie sowas weiterleitet und auch noch schwul für eine Beleidigung hält. Das ist wirklich nicht cool. Ich habe sie so gar nicht eingeschätzt. Das Gefühl, ich habe komplett verkackt bei ihr. Mann, Mike, sag sowas nicht. Die kriegt sich schon wieder ein. Sag mir, wie soll ich in so einer Situation ruhig bleiben? Johanna ist meine beste Freundin. War meine beste Freundin seit der 5. Klasse. Nur inzwischen bin ich jetzt einfach nur diese ekelhafte Schwuchtel für sie. Mike, jetzt lass deine Emotionen nicht überbrodeln. Du versetzt dich sonst nur in eine ewige Abwärtsspirale. Glaub mir, am besten wir lenken uns heute Abend. Mike? Heute Abend noch mit dir sprechen. Eine Versammlung zu meinem Anlass? Ja, Mann. Die nehmen uns alles und wir werfen uns mit dieser scheiß Gender-Agenda mit Sternchen. Die Lesben, die nehmen uns die Frauen weg und die Männer packen sich gegenseitig an den Sack und finden es noch geil. Mann, hätte ich gern damals schon gelebt. Da gab's den Dreck noch nicht. Ah, schön, dass du jetzt auch da bist. Ich hoffe, dir gefällt dir das übrigens für Ben und Till. Das ist Johanna. Nimm dir erstmal ein Bier und setz dich hin und dann kann der Abend beginnen. Wir haben schon viel von dir gehört. Oh, ich hoffe mal nur Gutes. Keine Sorge, wir haben noch nichts von deinem OnlyFans erzählt. Nee, aber sind wir mal ehrlich, als uns die Schwuchteln von Werder Bremen letztens besiegt haben, konnte ich auch im Strahl kotzen. Ja, so
ätzend. Ich habe vor kurzem noch gar nichts von diesem LGB-Gedöns-Szene gehört. Aber wenn man den Scheiß mal kennt, dann sieht man das ja überall. Ist so wahr. Es ist echt unheimlich, was in den letzten Jahren aus unserer Gesellschaft geworden ist. Aber alles, was wir machen wollen, ist alte Werte wiederherzustellen. Hier aus eurem Keller? Du wärst überrascht, was wir hier schon alles geschafft haben. Ja, und vor allem du, unser Meme-Experte. Könnt ihr hier mir mal alles zeigen? Ja, klar. Till und ich können dich mal kurz rumführen, wenn du magst. Wir bleiben hier. Was ist Stufe? Warte, jetzt nicht. Und hier hängt ihr immer so rum? Ja, genau. Das ist hier unser Rückzugsort. Hier kommen wir immer zusammen und reden mit Leuten, die das Problem ansprechen können. Genau, unser Ort, unsere Regeln und unsere Familie. So, aber jetzt zum wichtigen Teil. Du wolltest aufgeklärt werden. Fabienne und ich, wir kennen uns schon seit dem Kindergarten. Unsere Eltern waren sehr befreundet, aber jetzt haben wir kaum Kontakt mehr zu denen. Wie wundert's? Kurz gesagt, wir verstehen uns blind. Wir teilen dieselben Ansichten, wir denken genau gleich und wir sind endlich froh, dass jemand bei uns ist, der genauso denkt wie wir. Ich freue mich auch, endlich jemanden zu haben, der mich wirklich versteht. Wir stellen uns gegen das System, denn das, was mit uns gemacht wird, ist einfach nicht okay. Die Schwulen denken, sie werden unterdrückt und wir kriegen nichts. Du hast so recht. Und uns Normaldenkenden wird keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt. Wo soll das noch hinführen? Ja, es fühlt sich einfach so an, als wären wir erledigt. Hast du schon den neuen Tweet von Andrew Anglin gesehen? Wer ist das? Was? Du kennst Andrew Anglin nicht? Der wurde letztens auf Twitter gebannt, nur weil er gesagt hat, was stimmt. Nur weil es denen da draußen nicht passt. Er hat doch recht. Ah, interessant. Alter, glaubst du, sie ist bereit? Sie ist eine von uns geworden. Sie wird mitmachen. Hast du dir jemanden ausgesucht? Mhm, ich hab da jemanden. Ey, ihr da drüben, komm mal her. Ja, was gibt's? Jetzt hört mal zu, wir werden heute Abend aktiv. Ja, Mann, wer will's heute? Was meint ihr? Der Plan lautet, mein Gott, ein Student aus der Schwulenszene. Er zeigt auf Insta über ein Team mit den Schweinen, die uns beim CSD überrollt haben. Anna hat herausgefunden, in welcher Straße er wohnt. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, in welchem Haus die Orts wohnen. Dann brechen wir da ein und schnappen uns diesen Bastard. Auf geht's! Ja! Wow. Für dich. Bist du bereit? Oh, Johanna ist nervös. Chill, wird dir gefallen. Ach was, los geht's, Freunde. Danach wirst du dich besser fühlen. Lass einfach all deinen Frust raus. Ich meine, der ist selbst schuld, wenn er sich dazu entscheidet, Teil so einer Szene zu sein. Na los, auf was warten wir? Schau mal, mit wem Johanna sich schon wieder rumtreibt. Ich will es gar nicht sehen, danke. Jetzt schau doch einfach mal. Till, du Vollidiot, sieht die scheiße Maske aus. Wir sind doch eh noch nicht da. Was denn? Ich finde, die steht mir. Markus hat recht. Die Dinge sind dafür da, dass wir nicht erkannt werden. So machst du Leuten auf uns aufmerksam. Ist doch nicht so schlimm. Vielleicht macht noch jemand mit. Wenn du unsere Botschaft verbreiten willst, dann helf mit, Content für unsere Insta-Page zu sammeln. Ach, whatever. Ich glaube nicht, dass sie bei mir rangeht. Mike, gib mir mal dein Handy, bitte. Ja. Verdammte Kacke, jetzt geh doch ran. Hab mir schon fast gedacht, dass sie nichts mehr von mir wissen möchte. Ich weiß langsam nicht mehr, was wir tun können. Nichts können wir tun. Johanna ist gerade voll und ganz dabei, bei was auch immer sie gerade macht. Was schlägst du vor? Was sollen wir mit Johanna machen? Ganz ehrlich, leben und leben lassen. Ich sag's auch selbstständig. Hast recht, vielleicht braucht sie einfach ein bisschen Zeit. Ist was los? Nee, alles gut. Na, wer ruft dich denn so spät direkt zweimal hintereinander an?
Ach, das war mein Ex, der sich entschuldigen wollte. Uiuiui, für was muss der sich denn entschuldigen, Johanna? Ach, das ging auseinander, weil er kein Interesse an mir hatte. Kein Interesse mehr an mir hatte. Ach, ganz ehrlich, scheiß auf den, lass den einfach hinter dir. Ich meine, der wird schon merken, was ihm jetzt entgeht. Ja, genau das habe ich auch gesagt, aber du, wenn du irgendwann mal wieder darüber reden willst, kannst du gerne zu mir kommen. Glaub mir, ich bin Expertin in Break-Up-Drama. Oh, Johanna, alles gut. Ich schätze mal, du warst deshalb so angespannt vorhin. Aber schau mal, wenn wir uns diese Schwuchtel Mike Ott erstmal geschnappt haben, wird es dir besser gehen. Danke dir. Gerne. Jetzt reicht's, ich kann dir nicht mehr länger zuschauen. Was ist denn los? Leben und leben lassen, okay, aber das, was du machst, ist doch kein Leben mehr. Du liegst hier rum wie ein fauler Kartoffelsack. Haha. Na komm, wir gehen noch zu mir und schauen einen Film. Danach fühlst du dich bestimmt besser. Wir haben sowieso noch total viel auf unserer Watchlist. Alter, ich hab's gefunden. Showtime. Licht an. Das ist nur ein Bewegungsmelder, du Vollidiot. Ich geh vor. Leute, da ist niemand daheim, aber ich finde, die Schwuchtel hat eine Lektion verdient. Ich hab das Zimmer der Schwuchtel gefunden. Genug Leute, bevor es noch jemand erwischt. Abflug.
Does it make me evil? Chiara. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ein komplettes Haus ist verwüstet. Hier hängen überall diese Zettel. Dass sie mich umbringen wollen. Dass Johanna mich umbringen will. Die hassen mich. Alle hassen mich. Ich hasse mich. Ich habe meine beste Freundin verloren. Was soll ich hier noch? Bitte tu nichts Unüberlegtes, okay? Ich rede mit Johanna und wir bekommen das einfach gemeinsam hin. Ich bin für dich da, okay? Du hast nichts falsch gemacht. Du stehst einfach zu dir selbst und da kann dir doch niemand was vorwerfen. Nicht mal Johanna. Ich gehe jetzt sofort zu ihr und rede mit ihr. Bitte bleib einfach da, wo du bist. Ich komme dann zu dir. Johanna, geht's dir noch gut? Was hast du letzte Nacht getan? Spinnst du jetzt komplett? Was ist dein scheiß Problem? Ich war mit meinen neuen Freunden unterwegs. Ach so, ich wusste nicht, dass man neuerdings bei alten Freunden einbricht und ihnen auch noch droht, weil sie die Liebe nicht erwidern. Was laberst du für ein Dreck? Johanna, hör auf, dich selbst zu belügen. Du hast dich komplett verändert und merkst es nicht mal. Mike weiß, dass du dabei warst. Wie kannst du ihm das antun? Morddrohungen? Nur weil er homosexuell ist? Ihr kennt euch seit der 5. Klasse. Er hätte alles für dich getan. Das waren nur ein paar Zettel. Er kann ruhig merken, dass ich verletzt bin. Ein paar Zettel? Was hättest du denn getan, wenn Mike dabei gewesen wäre? Hättest du ihm dann irgendwas angetan? Spinnst du? Wir wollten ihn nur ein bisschen einschüchtern. Ich bin total verletzt und er versteht mich gar nicht. Hast du gesehen, mit was für Leuten du da abhängst? Was die alles auf Instagram posten? Die machen keinen Spaß. Was erzählst du? Die verteidigen nur ihre Meinung. Ja, auf radikale Weise. Du bist doch so gar nicht. Vergiss endlich die dumme Sache mit den Gefühlen. Du findest jemand Besseren, aber du kannst deswegen nicht deinen besten Freund in den Selbstmord treiben. Entschuldige dich verdammt nochmal. The way I bleed, it hurts my pride. I scream at peace, it starts my night. Tales of home and miles of pavement. My worth, my virtue is what I gave them. Give me something. Er muss an der Brücke sein. Ich bin ihm bestimmt. Was ist, wenn er nicht an der Brücke ist? Ich muss ihn finden. Just something.
me, what's my name, my boy? Ist er da?